Hallo ihr draußen und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo, und zwar zur mittlerweile 8. Folge, wenn ich mich nicht ganz irre. Und irgendwie habe ich ein Déjà-vu, denn ich habe die 8. Folge schon mal aufgenommen, nur der Ton hat sich irgendwie komplett zerschossen, frag mich nicht warum. Auf jeden Fall, machen wir das jetzt nochmal. Und ich stelle euch erstmal einmal ganz kurz vor, was ich gemacht habe in der 8. Folge. Und zwar habe ich hier hinten den Bereich ein bisschen modelliert. Ich habe hier so ein bisschen Deko gebaut. Ich habe hier so ein paar Informationstafeln. Noch ein paar, Terrarien. Ein Infostand. Und das habe ich nicht in der 8. Folge gemacht. Das habe ich quasi nach der Folge gemacht. So einen Pizzastand gebaut. Es ist mega kompliziert. Da werde ich auf jeden Fall mal im Workshop gucken, ob ich da fertige finde, weil die Modellierung, die ist so hart, also entweder bin ich dafür zu blöd oder die Modellierung ist so hart verbuggt, wie die ganze Steuerung ja auch irgendwie überall so ein bisschen ist. Und ja, es ist wirklich ziemlich anspruchsvoll. Und dann gucke ich lieber im Steam Workshop, weil dann kann man nämlich über Blaupausen das dann so hinsetzen. Liebe Grüße an Stefan für diesen Tipp. Genau, und ich muss auch noch eine Richtigstellung machen. Den Tipp für die Wölfe habe ich von einer Person bekommen. Vielen Dank, liebe Person, dafür, dass du mir diesen Tipp gegeben hast. Nee, aber lass uns mal ein bisschen vorspulen, damit wir Tag haben. Und dann, lass uns auch mal gucken, wie spät haben wir es denn jetzt? Wir haben es jetzt, es wird jetzt gerade erst Nacht. Okay, also wie geht's in den Lamas zum Beispiel? Können wir hier mal hier, komm, zack, zack, zack. Mir ist halt im Schnitt aufgefallen, dass der Tonkumpel zerschossen ist. Und wir haben jetzt den 1. Mai. Das Video müsste planmäßig in 6 Stunden kommen. Ich dürfte es eigentlich hinbekommen mit Schnitt, mit Aufnahme, mit Hochladen, mit Videobeschreibung machen und so weiter. Also für euch hat sich eigentlich nicht viel geändert, außer dass ich halt diesen Bereich hier ohne euch gebaut habe. Ich werde euch mal so ein bisschen was einblenden aus der eigentlichen 8. Folge, und das kommt jetzt.
So, die Impressionen haben euch hoffentlich gefallen aus der eigentlichen 8. Folge. Und ja, dann, was machen wir diese Folge? Wir haben mehrere Möglichkeiten. Entweder werden wir hier noch ein bisschen arbeiten. Mein Problem ist nur, dass hier der Weg schon so eng ist, dass sich das jetzt schon staut. Das heißt, theoretisch dürfte ich hier hinten gar nichts mehr machen über diesen Weg. Das heißt, theoretisch wäre hier eigentlich Ende. Das heißt, wir könnten hier wieder so ein, ja, sagen wir mal, Picknickbereich machen. Oder wir haben jetzt aktuell ganz gut Geld. Wir verdienen auch aktuell ganz gut Geld. Was wir noch machen können, ist Marketing. Da haben wir jetzt das hier. Das können wir aber mal anhalten. Und stattdessen... Ja. Perfekt. Eine Fernsehwerbung im Familienprogramm. Ich denke mal, da werden wir am meisten... Ist schon abgeschlossen. Mensch, Alter, ihr seid ja top. Es schneit. Und es schneit jetzt das erste Mal, dass wir hinten umgebaut haben, glaube ich, ne? Das heißt, wir müssen hier theoretisch eigentlich noch eine... Stört denn, dass das hier schneist? Und ihr habt ja viel... Ihr habt ja, obwohl, Schnee ist denen egal, sogar. Mensch, okay, dann habe ich nichts gesagt. Das heißt, das passt denen. Bei den Wölfen dürfte es sowieso passen. Denen ist das absolut egal. Aber jetzt hört es auch schon wieder auf. Jetzt schneit schon, jetzt regnet es schon wieder. Alles innerhalb von einem Tag. Perfekt. So. Also, wie gesagt. Wir bereiten jetzt entweder hier hinten so quasi die Sackgasse vor. Oder wir fangen jetzt so langsam mit dem Afrika-Bereich an, sobald es eventuell wieder hell wird. Mal gucken. Oh, haben wir gleich ein bisschen mehr erforscht. Perfekt. Gut, dann... Jetzt haben wir schon wieder schnell. Das ist auch, jetzt ist wieder gut. Okay, jetzt Pause. Oder beziehungsweise langsam. Wir fangen jetzt so ganz allmählich an hier mit dem Afrika-Bereich. Und ich habe ja so vor, hier den Afrika-Bereich zu beginnen. Und auf der anderen Seite bin ich schon mal überlegen, was ich mache. Ob ich hier noch so ein kleines Gehege hinmache, was quasi auf dem Weg dorthin leitet. Oder ob ich hier einen Weg mache und irgendwie hier noch was baue. Hier vorne werde ich auf jeden Fall so ein bisschen... Ja, Imbissbuden technisch noch bauen, also mit den verschiedensten Imbissbuden dann. Es gibt ja jetzt weitaus mehr Imbissbuden als am Anfang. Am Anfang gab es ja nur diesen Beefschuppen. Mittlerweile habe ich ja, habe ich einen Beefschuppen, da habe ich einen Ice Cream Schuppen, einen Hotdog Schuppen, einen, ich vermute mal, keine Ahnung, mexikanisches Essen. Noch irgendwas, das ist irgendwas mit und Pizza und das ist irgendwas mit Pommes und, mal gucken. Ansonsten Getränke haben wir jetzt auch mehr bekommen schon. Milchshakes, Energy, ja. Da könnte man hier vielleicht so eine Art Imbissbudenviertel machen, Anführungsstrichen. Weil dann hier so quasi mit Picknickbereich, die Leute kommen rein, haben die ersten Gehege gesehen, können dann entweder zu Afrika hoch oder runter, wo auch immer das hingeht. Und hier können sie dann halt schön essen, trinken, schön einkaufen und Geld bei mir lassen. So ist das doch. Könnte man halt zumindest als Einstieg hier gut machen. Quasi als Beginn. Als Beginn zu dem Afrika-Bereich. Warum nicht? Das ist schon mal schön. Genau, das waren halt solche Baupläne, wie ihr jetzt hier gesehen habt. Da gibt es halt noch diverses anderes an Bauplänen und Einrichtungen. Und im Bereich Natur kann ich auch auf Baupläne gehen. Da haben wir dann irgendwelche fertigen Steinskulpturen, die einfach dann rechts und links stehen können. Zum Beispiel hier das hier von dem Terrarienbereich. Habe ich daher fertige Gärten, in Anführungsstrichen. Genau das gleiche gibt es auch bei Gehegen, da kann ich auch Baupläne. Da habe ich dann halt zum Beispiel ein arktischer Rückzugsort für Eisbären zum Beispiel, was halt wirklich sehr episch aussieht. Südamerikanische, hier sowas zum Beispiel. Es ist halt wirklich schon, es ist schon nicht schlecht. Also es ist schon...
Genau, ansonsten, was haben wir noch? Barrieren, da haben wir keine Baupläne. Und da haben wir zum Beispiel alle Baupläne. Und da haben wir zum Beispiel. Genau, sowas habe ich doch gesucht. So ein, sagen wir mal, ein Eingangsbereich für die Afrika-Welt. Und die würde ich dann halt hier so hintersetzen. Klar ist der Weg dann. Gibt es das auch im Breiter? Weil der Weg ist halt schon ziemlich schmal dann, ne? Ich muss den Weg, glaube ich, sowieso breiter machen, weil hier ein riesen Gedränge sein wird. Gibt es das auch im. Das ist hier einfach mal afrikanisch Gebäude. Das ist. Genau, und so kann man halt schön themenparkähnlich arbeiten. Das gefällt mir einfach. Immer mal so zwischendurch so ein Gebäude, was dann halt so ein. Na gut, das ist jetzt ein. Oder hier, genau, die Ladenzeile. Da kann ich dann einfach die Geschäfte reinsetzen und fertig. Sowas zum Beispiel. Das ist schon, finde ich, ziemlich nice gemacht. Da können wir zum Beispiel mal hier gucken. Filter, Design, afrikanisch. So, dann haben wir schon mal einiges hier. Wir hätten auch theoretisch die Möglichkeit, die Terrarien, ummodellierte Terrarien, die Toiletten, die dann halt quasi so ein bisschen afrikanischen Style haben, so Art Lehmhütte. Das ist halt schon, ist schon ziemlich nice gemacht. Und die Empfehlung habe ich ebenfalls vom guten Stefan aka Skriptoase bekommen. Man kann auch die Blaupausen im Steam Workshop herunterladen, einfügen und hat man dann teilweise noch mehr. Da kann man dann aus der Community heraus, muss man sich gar nicht die Mühe machen, weil das ist wirklich Arbeit. Das ist wirklich viel Arbeit. Also ich habe für diese eine Pizzahütte, gut, als Person, die das noch nie gemacht hat, eine halbe Stunde, nee, eine Stunde gebraucht. Und es ist noch nicht mal wirklich filigrane Arbeit, wie zum Beispiel das hier. Aber das nehmen wir jetzt einfach. Komm, es gibt leider nichts anderes bisher. Machen wir es erstmal so hin. So. Machen wir so hin, genau. Mann, es ist jetzt schief. Das ist jetzt nicht mittig. Muss schon mittig im Weg sein. So. Dann werden wir den Weg noch einmal anpassen. Weil, das habe ich jetzt halt da vorne gesehen. Das ist halt wirklich. Habe ich jetzt vorne bei den Terrarien gesehen. Es wird halt wirklich eng. Dann werden wir jetzt mal den Weg breiter bauen. Einfach aus dem Grund, dass ja. Ist halt wirklich sonst zu sehr stark im Gedränge wird und das halt quasi die Hauptstraße ist für unseren Afrika-Bereich. Und ich habe auch schon gemerkt, dass es im Eingangsbereich sehr eng wird. Ich hoffe, das löst sich, wenn ich quasi nach hinten weiterbaue. Hier vorne ist halt wirklich ein. Der ist stört schwer wie sonst was, ne? Hier vorne zum Beispiel ist halt ein riesiges Gedränge. Also jetzt im Regen. Aber hier, selbst im Regen hier, ist hier halt ein riesiges Gedränge, weil hier ist halt wirklich kaum Platz. Und da muss ich halt überlegen, ob ich zum Beispiel dieses Ding irgendwie darüber setze und dann diese Schaukästen nur von zwei Seiten angesehen werden können. Genauso wie ich es halt hier gemacht habe. Von hier kann man halt auch nur von vorne gucken. Von der Seite ist es halt quasi dicht. Ob ich das hier genauso mache, muss ich gucken, weil hier ist halt wirklich so ein enger Punkt. Ich habe auch schon versucht, hier irgendwie den Weg breiter zu machen, aber ich muss ihn halt abreißen, wie ihr eben gerade gesehen habt. Und ich muss auch mal gucken, weil hier ist halt wirklich immer Stau. Hier geht es noch. Kann natürlich heftiger werden, sobald der Afrika-Bereich fertig ist. Aber, genau. Man muss einfach mal gucken, inwiefern das dann, hinhaut. Genau. Und wie gesagt, es tut mir leid, dass die eigentliche 8. Folge ganz schön zerschossen wurde. Wir haben auf jeden Fall diese Folge den Afrika-Bereich schon mal leicht vorbereitet. Ich habe einmal euch erklärt, was ich in der eigentlichen 8. Folge gemacht habe. Und das war's dann auch schon. Ich muss es leider jetzt ein bisschen kürzer halten, mit ein bisschen weniger Inhalt, damit ich es auch noch heute fertig bekomme und damit ihr auch noch eine Folge bekommt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt natürlich mit gewissen Sicherheitsabstand und alleine schön in den Mai getanzt. Und ja, war mal ein merkwürdiger Tanz in den Mai, ne? Aber besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Und gemeinsam stehen wir das durch. Ich wünsche euch ein schönes, hoffentlich verlängertes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Haut da rein und ciao, ciao.